Robert Stein oder Robert Spengler? Wie rede ich Sie an? Ja, mit Robert Stein. Also das ist schon mein richtiger Name. In meinem Pass steht aber drin, geborener Spengler. Das heißt, ich habe geheiratet vor 7 Jahren und ich habe den Namen von der Familie von meiner Frau angenommen. Das ist das ganze Geheimnis. Es gibt im Internet, gerade bei den ESOWATCH-Jüngern, gibt es dann irgendwie so den Irrglauben, dass ich das als ein Marketing-Gag gemacht hätte und dass Stein irgendwie besser klingt oder so. Nee, es ist einfach der Name von meiner Familie jetzt und ich lebe mit meiner Familie in München und das ist das ganze Geheimnis dahinter. Passt auch besser zur Steinzeit. Ja, passt irgendwie. Spenglerzeit wäre komisch irgendwie. Sie werden der Truther-Szene zugeordnet. Ich zitiere mal. Das sind Menschen, die von einem Dogma enttäuscht sind oder von einer Verschwörungstheorie inspiriert. Wie gehen Sie mit so einem Vorwurf um? Ich habe mit dem Wort Verschwörungstheorie an sich schon ein Problem, weil einfach wer nur ein ganz normales Geschichtsbuch, ein etwas alternatives Geschichtsbuch aufschlägt, weiß, dass die Geschichte voll ist von verschiedenen Verschwörungen in Politik und Wirtschaft, egal wo. Also Verschwörungstheorie ist so ein Kunstwort, das hat man zusammengesteckt, um wahre Fakten irgendwie dem nach dem Motto, das ist alles Quatsch, das ist alles Käse, das gibt es gar nicht. Ich sehe mich nicht als Verschwörungstheoretiker, sondern als Aufklärungspraktiker. Ja? Es gibt Aufklärungsbedarf und das möchte ich machen. Ich will nicht über Verschwörungstheorien reden, weil es sind keine Theorien, das sind Fakten. Ob das jetzt 9-11 ist oder die Mondlandung, was mich halt auch angefixt hat irgendwo, sondern es gibt klare Fakten und der sie sehen möchte, der kann sie aussehen, in der brutalstmöglichen Offenheit. Wir müssen nur ins Netz gehen, das gab es früher einfach nicht. Und ich denke mal, die Zeit ist mit uns, mit der neuen Technik, mit dem neuen Bewusstsein auch. Dieses alte System, das hat keinen Bestand mehr, ganz bestimmt nicht mehr. Was hat Sie veranlasst, hier auf der AZK in diesem Rahmen als Referent aufzutreten? Also ich muss sagen, ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr, dass ich immer wieder angesprochen werde, ob ich irgendwo als Referent mitmachen möchte. Und das war hier das erste Mal, wo ich selber aktiv wurde. Ich meine, guckt euch das mal an. Ne? Das ist, man kommt sich immer so allein und verloren vor, wenn man mit diesen Themen in die Öffentlichkeit geht. Und dann ist man hier in einer Gruppe, unter seinesgleichen und muss sich nicht blöd vorkommen, nur weil man eine andere Ansicht hat irgendwo. Und das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben, wirklich. Ja, ich bin so happy, dass es sowas gibt. Ja. Dann erübrigt sich ja fast die Frage, was ist das Besondere an der AZK? Oh, also ich fühle hier unglaublich viel Herz. Das war schon beim Ivo seiner Ansprache, am Anfang war das schon zu erkennen, wie er die Leute so eingestimmt hat irgendwo. Und dann auch diese spontanen Standing Ovations bei dem Dr. Salari und dann auch die Leute, die hier rumrennen. Hier sind so viele Kinder hier sind so viele verschiedene Altersgruppen. Und ich habe so einen Ort wie hier oder so ein Treffen wie hier habe ich noch nie erlebt. Das ist wirklich, ich finde es einmalig. Und nicht nur, dass ich hier sein darf, sondern ich durfte sogar noch hier auf der Bühne stehen. Ja? Und jetzt seid ihr noch da mit Mikro und Kamera, ich kann es gar nicht fassen, ja, irgendwo. Es ist großartig, ja, und es beweist mir eigentlich, dass wir alle als Kollektiv doch wirklich auf dem richtigen Weg sind auch. Es ist nicht so schwarz, wie man es uns immer ausmalt, sondern ich glaube, es steht eine tolle Zeit vor uns, nur der Weg dahin könnte etwas holprig werden. Also ich glaube, wir gehen in eine richtige Richtung, aber ob dieses alte System so ganz sang- und klanglos in eine neue, bessere Welt geht, das kann ich mir vorstellen, es gibt schon ein bisschen Bauchschmerzen. Es könnte holprig werden. Ja. Ich zitiere nochmal aus dem Referat, die Macht der Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Wie ist es gemeint? Naja, ich denke, es ist einfach sauschwer, seine alten Gewohnheiten loszulassen. Ja? Dass man etwas, was man Jahrzehnte gemacht hat und gedacht hat, dass es richtig ist, dass das verdammt schwer ist, das einfach loszulassen. Und ich denke, die ganzen Wissenschaftler, die haben Abitur gemacht, die haben ihre Studium gemacht, ihre Doktorarbeit gemacht und auf einmal kommt jemand her und sagt, das war alles im Endeffekt für die Katz, ja, also, oder auf Deutsch für den Arsch, dass das wirklich, also umsonst war ihre ganze Arbeit und dass sie einem Irrglauben hinterher gerannt sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass da viele einfach nicht wahrhaben wollen, dass es so nicht sein kann. Ja. Ist deswegen so etwas wie die AZK so elementar wichtig? Oh ja, ich meine, frag mal den Kurzen hier, ja. Der guckt da auch schon so interessiert zu. Überleg mal, wir sind jetzt als Erwachsene hier. In welche Welt wird er wahrscheinlich kommen, wenn er mal als junger Erwachsener dann mit diesen Gedanken, die er jetzt schon in sich trägt, dann in die neue Zeit geht? Ja, es ist unglaublich wichtig, sowas zu machen. Und ich verstehe gar nicht, dass es überhaupt funktioniert, so eine ganze Veranstaltung. Also hunderte Leute, die hier helfen, ehrenamtlich und das alles.
aufziehen, großes Kino, wirklich. Das ist, für mich ist das Hollywood hier, ja? Im positiven Sinn. Also nicht jetzt so Hollywood, Mainstream und Meinungsmacher, sondern von ganz hohes Niveau irgendwo. Da können sich einige Veranstalter echt eine Scheibe abschneiden. Ja?